Wie stehen wir jetzt heute da? Was holen wir aus dem Gesagten heraus für unsere Situation heute? Spontan ist mir eingefallen, 1907, dass du sagtest, moderne Gesellschaften haben geglaubt, sie haben den Krieg hinter sich gelassen. Es könnte ihnen nicht mehr passieren. Wirtschaftliche Verflechtungen seien zu stark. Über 100 Jahre später kann man vielleicht behaupten, dass unsere Gesellschaft heute der gleichen Fehlvorstellung zum Opfer gefallen ist? Das glaube ich ganz sicher. Ich habe, wenn ich in meine Zunft blicke, vor dem Februar 2022 viele ausgewiesene Experten erlebt. Und ich habe selbst ein Interview gegeben, wo ich 10 Tage vor dem Einmarsch der russischen Truppen argumentiert habe, das wird kein Krieg kommen, weil er nicht im rationalen Interesse Russlands liegen kann. Und ich glaube, wir haben alle etwas unterschätzt, was auch vor 1914 unterschätzt wird, nämlich, dass subjektive Wahrnehmungen ihre eigene handlungsleitende Realität entwickeln können. Es gibt vor 1914 objektiv gesehen keine Einkreisung Deutschlands, aber dass große Teile der deutschen Eliten die Vorstellung haben, dass sie sich gegen diese Einkreisung wehren müssen, ist ein ganz entscheidender Faktor, der die Eskalation zum Ersten Weltkrieg erklärt. Und wir alle, also da spreche ich jetzt vor allen Dingen auch von vielen Osteuropa-Historikern, haben, glaube ich, unterschätzt, wie stark bei Putin das imperiale Narrativ, die Mythologisierung der Geschichte und die unglaubliche, wenn man so will, Emotionalisierung der Geschichte als Handlungsleitung der Politik wirklich gewesen ist. Und ich glaube, wenn man sich mit Kriegen der Neuzeit beschäftigt, wird man sehr vorsichtig bei solchen Erfolgsgeschichten wie die, dass man ganze Regionen ein für alle Mal pazifiziert hat. Dass man sich sozusagen darauf verlassen kann, dass es in Europa keinen Krieg mehr gibt. Man wird vorsichtig bei diesen ja häufig zitierten Selbstverständlichkeiten. Und wenn wir das in der Frage von internationaler Sicherheit erlebt haben, dann erleben wir es vielleicht in diesem Jahr auch noch mal für einen anderen Bereich, nämlich den der sozusagen Stabilität der Demokratie. Und die Problematik im Augenblick ist, dass wir eher erkennen, wo uns Sicherheiten abhanden gekommen sind, ohne dass wir schon sehen könnten, was an die Stelle dieser verlorenen Sicherheiten treten könnte. Und das ist vielleicht die doppelte Herausforderung der Phase, in der wir uns jetzt gerade befinden. Wolfgang, möchtest du dazu was sagen? Ich bin, muss ich gestehen, auch persönlich ziemlich ratlos angesichts der Frage, hätten wir das nicht vielleicht doch kommen sehen können oder müssen, dass in diesem Fall Russland oder persönlich Putin tatsächlich militärische Angriffspläne dieser Dimension mit sich rumträgt. Das ist ja nicht über Nacht entstanden. Die russischen Soldaten waren ja über Monate da stationiert worden. Ich würde aber noch hinzufügen wollen, also nach meiner eigenen relativ bescheidenen Erfahrung mit dem Umgang mit der russischen Führung, war es nicht so, dass man etwa im Jahr 2000 oder im Jahr 2001 Putin unterstellen konnte, dass er solche postkolonialistischen, imperialistischen, revisionistischen Pläne mit sich rumschleppt. Seine Rede hier um die Ecke im Reichstag vor über 20 Jahren, vor 23 Jahren, schien nach dem Urteil derer, die damals zugehört haben, ja genau das Gegenteil, in die gegenteilige Richtung zu weisen. Er wollte, so wurde gesagt, er wollte Russland eher sozusagen à la Peter der Große wieder nach Westen ziehen. Und also ich will damit nur sagen, es ist schwer, solchen Leuten, die sozusagen nicht mit offenem Visier spielen, solchen Leuten
das Geheimnis zu entrücken, was sie eigentlich wollen. Ich will vielleicht noch eins hinzufügen. Im Februar 2022 war ja beispielsweise der Bundeskanzler Scholz wenige Tage zuvor noch in Moskau gewesen und kam anscheinend mehr oder weniger mit dem Gefühl zurück, wir kriegen das irgendwie, das lässt sich vermeiden. Das wird schon nicht stattfinden. Und ein paar Tage später, tatsächlich 4 Tage vor dem russischen Großangriff, fand die Münchner Sicherheitskonferenz statt. Wir hatten bei dieser Gelegenheit einen, ich will den jetzt aus Diskussionsgründen nicht mit Namen nennen, aber einen weltweit mehr oder weniger gut bekannten russischen Oligarchen unter dem Publikum, der damals nicht unter europäischen Sanktionen stand, deswegen konnte er rechtlich, politisch auch teilnehmen. Und der erzählte jedem, der es hören wollte, er sei gerade vor 3 Tagen bei Putin gewesen, mit einigen anderen russischen Wirtschaftsführern. Und wir sollten uns mal keine Sorgen machen, da würde nichts passieren. Und alle waren sehr froh, dass aus diesem Munde, sozusagen quasi aus erster Hand, mittelbar aus erster Hand, zu hören. So, dann kam dieser Großangriff wenige Tage später. Ich hatte dann viele Monate später, 4, 5 Monate später, eine Gelegenheit, mit demselben Mann, mit einigen Kollegen zusammen, per Video zu reden. Und ich habe ihn bei dieser Gelegenheit gefragt, sagen Sie mal, Sie haben uns doch damals in München gesagt, da passiert nichts. Wie empfinden Sie das denn jetzt selber, was inzwischen passiert ist? Und dieser russische Unternehmer sagte, ja, ich bin mit meinen Kollegen von Putin hinters Licht geführt worden, instrumentalisiert worden, aber irgendwie muss ich damit umgehen, denn ich will weiter in Russland leben. So, mit anderen Worten, also selbst er mit diesem direkten Zugang zum Kreml ist hinters Licht geführt worden. Also es war nicht so, dass wir zu blöd waren, um das zu erkennen, sondern die Verheimlichung des eigentlichen Plans, die war schon ziemlich erfolgreich. Jetzt im Nachhinein ist es relativ leicht, anhand der Essays, die Putin geschrieben hat, während der Pandemiezeit, das ist ja auch so eine interessante Theorie, dass er während der Pandemiezeit im Wesentlichen in seiner großen Datscha am Rande von Moskau mehr oder weniger isoliert war und auf absonderliche Ideen kam und dass diese mythologische Großrussland-Idee da erst so richtig wieder in seinem Kopf Fuß fasste. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich weiß, dass wir das wirklich, fast alle, die ich kenne, falsch eingeschätzt haben. Das Problem des faulen Friedens ist ja, dass man seinen Charakter als faulen Frieden erst dann ganz sicher erkennt, wenn er schon nicht mehr herrscht, wenn der Krieg ausbricht. Ja, die Logik der Historiker, man könnte auch sagen, es ist die Berufskrankheit meiner Zunft, ist der Rückblick. Immer besser zu wissen als alle anderen, weil man das Ergebnis der Geschichte weiß. Und trotzdem glaube ich, dass einen der Blick auf diese Entwicklungen doch sensibilisiert für Faktoren, die bei Wegen aus Kriegen in den Frieden irgendwie Relevanz haben. Ja, und wir würden heute auf sozusagen eine Vor- oder eine Krisensituation mit dem Wissen dieser Situation von 2022 anders blicken, so wie die Menschen im 20. Jahrhundert aus dem Wissen der Vorgeschichte des Ersten und Zweiten Weltkriegs anders auf Konflikte geblickt haben. Das glaube ich schon. Also das berühmte Beispiel von Kennedy in der Kuba-Krise, der sich jedenfalls mit den Möglichkeiten der Eskalation während der Juli-Krise von 1914, Barbara Tuchman, Guns of August, beschäftigt hat. Das wissen wir. Das heißt nicht, dass das die Krise löst, aber es zeigt sozusagen die Möglichkeit, dass die Politik sich einen Möglichkeitshorizont von Szenarien durch diese Art von historischem Blick erweitern kann. Es wurde ja
von uns allen, von mir auch, von unseren Ministern, Bundeskanzlern und so weiter, über viele Jahre hinweg gesagt, also für solche Probleme gibt es ja keine militärischen Lösungen. Es gibt keine militärischen Lösungen. Wie wir jetzt feststellen, gibt es militärische Lösungen für bestimmte Themen. Und damit sind wir jetzt konfrontiert, dass hier mit militärischen Mitteln ein ganzes Gebäude europäischer Sicherheit zu Fall gebracht werden konnte und eine ganz neue Lage entstanden ist. Ich will sozusagen nur folgende Beobachtung beisteuern. Militärische Probleme, vielleicht kommt jetzt Widerspruch von anwesenden militärischen Fachleuten, militärische Probleme kann man anscheinend tatsächlich, zumindest bis zu einem gewissen Grad, mit militärischen Mitteln lösen. Also da greift einer an über die Grenze, den kann man vielleicht mit militärischen Mitteln zurückwerfen. Ich glaube aber, dass genauso richtig die zweite Aussage ist, die da lautet, politisch-strategische Probleme lassen sich jedenfalls nicht mit militärischen Mitteln allein lösen. Um ein politisch-strategisches Problem zu lösen, brauchen wir einen politischen Plan, eine Strategie, brauchen wir politische Elemente. Und das ist, wenn ich jetzt nur ganz kurz mal eine Sekunde von der Ukraine wegschauen darf, auf den anderen aktuellen Problembereich, nämlich Gaza, Israel, das ist natürlich im Augenblick der Kern des Problems, dass die aktuelle israelische Regierung zwar einen militärischen Plan hat, um mit einem aktuellen militärischen Problem fertig zu werden, dass aber der politische Plan, um die dahinterliegenden politischen Herausforderungen zu lösen, zumindest bisher nicht erkennbar ist. Und da sehe ich für die Zukunft ein außerordentlich großes Problem, weil wir uns als internationale Gemeinschaft an diesem israelisch-palästinensischen Nahostproblem ja nun seit einem halben Jahrhundert die Zähne ausbeißen. Und wie das jetzt nach diesem furchtbaren Vorgang des 7. Oktober, wie das jetzt im Sinne von Reconciliation und Aussöhnung und Überwindung von Feindschaft passieren soll, das wird schwer. Jetzt habe ich mal eine grundsätzliche Frage. Muss man sich heute eingestehen, dass Diplomatie Grenzen hat? Natürlich hat Diplomatie Grenzen. Und Diplomatie hat dann funktioniert in solchen Krisensituationen, in solchen herausfordernden Situationen, dann natürlich normalerweise leichter und besser und erfolgreicher, wenn der Werkzeugkasten, den man zur Verfügung hat, über rhetorische Mittel und diplomatische Mittel hinausgeht. Sprich, wenn du für deine diplomatischen Ansätze auch ein gewisses militärisches Machtmittel im Hintergrund hast, um nötigenfalls darauf hinweisen zu können, dass man möglicherweise auch anders könnte. Das ist eine alte Erkenntnis, aber es lohnt sich, diese alte Erkenntnis gelegentlich wieder in Erinnerung zu rufen, weil die zumindest bei uns ziemlich verschüttet war über lange Zeit. Ja, die Frage von Symmetrie und Asymmetrie von Kriegen und die Frage, ob Sie in einer Konfliktsituation einen glaubwürdigen Vermittler mit einem robusten Mandat haben, der auch in der Lage ist, das, was man in einem Vertrag vereinbart, vor Ort durchzusetzen. Diese Rolle haben die Vereinigten Staaten, also das muss ich Ihnen nun wirklich nicht sagen, ja mehrere Male spielen können. Sie haben das auch im Nahen Osten durchaus historisch gekonnt. Sie tun das auch im 20. Jahrhundert, eigentlich seit 1917 immer. Aber diese Rolle ist für die Vereinigten Staaten sehr viel schwieriger geworden. Aber historisch würde ich sagen, dort, wo wir solche Vermittler haben, also glaubwürdige Vermittler mit robustem Mandat, sprich auch militärischer Sanktionierungsfähigkeit, ist die Wahrscheinlichkeit, dass aus einem Krieg ein stabiler Frieden wird, größer. Es bedeutet aber auch, dass ein solcher Vermittler für eine Konfliktregion langfristig engagiert bleiben muss. Also nicht sagt, jetzt sind die Verträge unterschrieben und jetzt ziehen wir uns raus. Das kann eben an vielen Stellen dazu führen, dass eine blutende Grenze entsteht. Und ich erinnere nochmal daran, was wäre aus Westeuropa geworden, wenn die Vereinigten Staaten sich
1948, 49, 50 aus diesem Westeuropa zurückgezogen hätten. Und ich sage das als Historiker deshalb, weil viele der Politiker, die nach 1945 in den Vereinigten Staaten agieren, sehr genau, zum Teil auch als junge Männer, begriffen haben, was die Vereinigten Staaten nach dem Ersten Weltkrieg nicht machten. John Foster Dulles ist ein junger Beamter und Diplomat in Paris. Er sitzt übrigens in der Reparationskommission und er begreift sehr genau das Argument von Keynes, der sagt, die Amerikaner müssten jetzt eigentlich ein großes Wiederaufbauprogramm für Europa fahren nach dem Ersten Weltkrieg. Dazu ist es dann nicht gekommen, aber diese Leute kommen nach 1945 häufig in Schaltstellen und sagen, das, was nach dem Ersten Weltkrieg nicht funktioniert hat, das darf uns nicht ein zweites Mal passieren. Man kann das jetzt als Lernen aus der Geschichte interpretieren. Es hängt natürlich auch mit dem Kalten Krieg und Interessenpolitik zusammen. Aber es zeigt nochmal Frieden mit glaubwürdigen Vermittlern und der Bereitschaft langfristigen Engagements ist ein ganz wichtiger Faktor. Wo sind die glaubwürdigen Vermittler, bitte, heute? Das ist das, was mich für die Ukraine so skeptisch macht. Im Nahen Osten bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen optimistischer, weil es Anrainer auch mit traditionellen, fast historischen Vermittlererfahrungen gibt. Die Vereinigten Staaten gegenüber Israel, Ägypten, Saudi-Arabien, Katar gegenüber den Palästinensern. Und wenn man die beiden Konflikte vergleicht, das sind ja sehr unterschiedliche Konflikte, kleinräumig, großräumig, unterschiedliche Art der Internationalisierung und auch der Eskalation. Aber im Nahen Osten gibt es zumindest ein bisschen mehr Handlungsspielraum. Das haben wir schon gesehen. Also etwa in der Frage von zumindest mal temporären Waffenpausen. Das, was mich für die Ukraine so skeptisch macht, ist, dass sich solche Vermittler vor allen Dingen auch mit robustem Mandat nicht erkennen kann. Diese Rolle können Brasilien und Indien so nicht spielen, jedenfalls jetzt noch nicht. Und der entscheidende Faktor ist, das war ja eine der Dinge, die auch Wolfgang Ischinger am Anfang angesprochen hat und ich habe es in einer meiner Thesen ja formuliert, solange auch nur eine Seite glaubt, dass sie auf dem Schlachtfeld noch etwas gewinnen kann, wird dieser Krieg weitergehen. Und gewinnen bedeutet nicht ein klassischer Sieg. Gewinnen kann auch bedeuten, eine bessere Ausgangsposition für eine künftige Konferenz. Und solange diese Logik nicht durchbrochen wird, wird das Fenster der Diplomatie eher noch geschlossen bleiben. Ja, ich teile das nachdrücklich. Es ist schwer, es erfordert jedenfalls relativ viel Fantasie, sich in dem Konflikt zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine eine Vermittlerrolle von einem oder mehreren Vermittlern vorzustellen, die von beiden Seiten hinreichend seriös akzeptiert werden, die eine solche Rolle mit der nötigen Nachhaltigkeit und Glaubwürdigkeit darstellen könnten, unterlegt durch Handlungsfähigkeit, einschließlich gewissen Foltermitteln, die man gerne in der Hand hat, um bestimmte Ziele durchsetzen zu können. Das ist im Augenblick nicht erkennbar. Und wir haben natürlich das Problem, dass diejenigen, die theoretisch in Frage kämen als Vermittler, in diesem Fall längst Partei auf der einen oder anderen Seite sind. Also die USA sind die größten, aus der Sicht Russlands, die größten Unterstützer der Ukraine. Wir, die Europäische Union, hängen aus russischer Sicht da dran, kommen also eigentlich auch nicht dafür in Frage. Und ich vermute mal, dass zumindest aus amerikanischer Sicht ganz wenig dafür spricht, etwa China als Vermittler in Betracht zu ziehen, weil man natürlich in Washington nicht ganz zu Unrecht den Verdacht hat, dass diese Vermittlerrolle dann vielleicht nicht ganz neutral sein könnte. Also ich teile das, ist schwierig. Präsident Erdogan würde es gerne machen, aber ob man dem das Zutrauen zumuten kann, jenseits solcher Einzelthemen wie der freien Schifffahrt im Schwarzen Meer, diesen Großkonflikt mit einer
Nuklearmacht zu lösen und ob er dafür vom Kreml hinreichend ernst genommen wird, da darf man auch ein paar Zweifel haben. Es ist im Augenblick schwer. Muss natürlich auch nicht unbedingt so sein, dass jede Form der Kriegsbeendigung zwangsläufig in Anwesenheit eines Vermittlers stattfindet. Nur die Erfahrung zeigt, ohne Vermittler ist es noch viel schwieriger. Genau. Also warten wir auf Eingebungen, wer denn der künftige Vermittler in diesem Konflikt sein könnte. Wir beobachten ja, dass die USA eigentlich ein bisschen freiwillig seit Jahren diese Rolle des Vermittlers, des robusten Vermittlers aufgibt. Also nicht nur zwangsläufig, weil die Welt multipolar wird, sondern die USA hat sich auch ganz bewusst an entscheidenden Momenten seit Obama herausgezogen. Möchtest du dazu was sagen? Naja, ich glaube, also wenn man versucht, was könnten denn Punkte gewesen sein, die das Denken im Kreml in die Richtung bewegt haben, wir können vielleicht doch ein kleines bisschen mehr Abenteuer wagen, dann war bestimmt die amerikanische Entscheidung in dieser katastrophalen Manier, wie das stattfand, aus Afghanistan abzuziehen, aus russischer Sicht ein Signal dafür, dass die Amerikaner müde geworden sind und solche Engagements nicht mehr anstreben oder sie gar beenden wollen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Also ich habe gelernt in meiner diplomatischen Lehrjahren, dass nichts so wichtig sei, und das stimmt, glaube ich, auch, wie Beständigkeit und Verlässlichkeit. Also man muss darauf zählen können, dass das, was wir sagen, dann auch gilt. Und zwar nicht nur morgen, sondern auch im nächsten Jahr. Ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland hat in der Zeit vor der Wiedervereinigung ihre außenpolitischen Erfolge bis hin zur Wiedervereinigung insbesondere auch durch diese Eigenschaft bewerkstelligt, die damals für Bundeskanzler Brandt, Schmidt, Kohl vor allen Dingen ganz, ganz wichtig war. Also die Beständigkeit und Verlässlichkeit. Und die ist natürlich beim amerikanischen Verhalten in den letzten längeren Jahren nicht mehr erkennbar gewesen. Amerika hat in der Ära Bush, beispielsweise, ich nenne mal ein beliebiges Beispiel, in der Ära George W. Bush, hat die amerikanische Regierung dem georgischen Präsidenten Saakaschwili das Gefühl vermittelt, wir stehen hinter dir. Du kannst dich auf uns verlassen. Dann hat der in seinem Übermut einen kleinen, im Sommer 2008, einen kleinen Versuch unternommen, seine beiden abtrünnigen Provinzen zurückzuholen, in der Erwartung, dass ihm nichts passiert. Amerika hat keinen Finger gerührt. Und Russland hat zugeschlagen und wir haben nichts gemacht. Und solche Vorgänge haben garantiert im russischen Denken Spuren hinterlassen und waren präsent, als man dann 2014 überlegte, was machen wir jetzt denn, als plötzlich Maidan und die Folgen in der Ukraine stattfanden. Also alles, was man da so macht, hat Folgen. Und sicherzustellen, dass diejenigen, die man versucht zu beeinflussen durch das eigene Verhalten, dass die nicht das Gefühl entwickeln, wir handeln jetzt eher aus einer Position der Unsicherheit oder Schwäche, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist übrigens auch eine Lehre, die in der Bundesrepublik Deutschland gang und gäbe war. In der Ära des Kalten Kriegs wussten alle, wir müssen versuchen, und wir können versuchen und wir werden auch versuchen, hat ja auch funktioniert, mit der Sowjetunion zu verhandeln, aber bitte nicht aus einer Position, die für Russland, für die Sowjetunion erkennbar eine Position der Schwäche ist. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt im Moment an einem Buch über die Globalgeschichte der 20er und 30er Jahre und da kann man doch an vielen Stellen erkennen, wie Glaubwürdigkeit eigentlich
sozusagen Berechenbarkeit herstellt. Und wenn diese Berechenbarkeit mal nicht mehr gegeben ist, dann kommt in der Regel sehr viel ins Rutschen. Genau. Also als Japan die Mandschurei annektiert und der Völkerbund eine Kommission dorthin schickt und im Grunde genommen diese Annexion möglich macht, indem man sagt, das ist eine Autonomie unter japanischer Regie, kommt dieses ganze nach 1919 entwickelte Gebäude von neuer internationaler Sicherheit ins Rutschen. Und in diesem Augenblick beginnt, und das ist 1931, das ist noch nicht 1933, beginnt im Auswärtigen Amt eine Phase, in der deutsche Diplomaten sagen, na okay, wenn Japan das kann, dann können wir unsere Revisionspolitik gegenüber Polen auch neu aufgleisen. Dann können wir in der Reparationsfrage anders auftreten. Und ein anderes Beispiel, wo diese Signalwirkung zu erkennen ist, ist natürlich Mussolini und seine Politik im Mittelmeerraum. Ja, da beginnt sozusagen das Signal, wenn das möglich ist, dann können wir auch das Mittelmeer zu einem Mare Nostrum machen. Damit beginnt die Politik gegenüber Nordafrika, gegenüber Albanien. Ich will damit nur sagen, wir dürfen die Signalwirkung von Unberechenbarkeit nicht unterschätzen. Und das ist etwas, was, glaube ich, bei den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren sehr deutlich zu erkennen ist. Nur noch ein Hinweis, der vielleicht auch in diesem Jahr noch große Bedeutung haben wird. Man reibt sich als Historiker die Augen. Die Republikaner sind im Kalten Krieg die Partei gewesen, die den Kampf gegen die Sowjetunion sozusagen zur politischen DNA erhoben hat. Wir erinnern uns mal an die amerikanische Unterstützung für die Mudschahedin in Afghanistan. Und wir wissen heute, dass der Afghanistan-Krieg einer der Sargnägel des russischen, der Sowjetunion gewesen ist. Dass diese republikanische Partei heute die Partei von Donald Trump ist, mit allen Unwägbarkeiten, die uns in diesem Jahr daraus noch entstehen können, das ist eine fundamentale historische Veränderung. Und damit geht genau dieses Kapital von auch innenpolitischer Berechenbarkeit, die man dann ja auch außenpolitisch braucht, ein Stück weit verloren. Und wenn ich das ist jetzt keine Bemerkung als Historiker, aber eine Beobachtung nichtsdestotrotz, auf diese Situation, glaube ich, hat Europa noch nicht wirklich eine Antwort gefunden. Das ist nur eine kleine Anekdote. Ich wurde während meiner Botschafterzeit in den USA angerufen von einem Fraktionsvorsitzenden, ich weiß nicht mehr, ob das der Demokrat oder der Republikaner war, der Stadt Richmond. Er wollte mich einladen, in Richmond über Versöhnung, Reconciliation zu sprechen. Ich habe gedacht, wie kommen Sie denn auf die Idee? Ich war noch nie in Richmond, wieso interessiert sich Richmond dafür? Es stellte sich heraus, was ich nicht wusste, ich war da völlig ungebildet, in Richmond, nach dem, was da passiert war, 1863, wann immer das war, in Richmond war im Jahre, also wir sprechen jetzt vom Jahr 2003, also jetzt vor 20 Jahren, die Versöhnung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen der Stadt Richmond noch nicht stattgefunden. Nach weit über 100 Jahren. Also es gab in Richmond Südstaatenvertreter und es gab in Richmond Vertreter, also Weiße, die der Unions-, also der Bundesregierung angehörten. Und es gab als dritten Teil die Schwarzen, the Blacks in Richmond. Und wie man mir dann erklärte, war das so, dass bis im Jahre 2003 die Schwarzen und die Südstaatenvertreter und die Nordstaatenvertreter in Richmond nicht miteinander redeten. Und sie dachten, wir brauchen jetzt mal einen, der uns erklären kann, wie das jetzt in Deutschland nach dem Holocaust und mit den unterworfenen Nachbarn, wie das denn wohl zustande gekommen ist. Ich bin dann dahin gefahren und habe einen unglaublich interessanten Tag verbracht, weil da sozusagen die ganze amerikanische Geschichte nicht nur des Bürgerkriegs, sondern überhaupt die Geschichte des Umgangs zwischen den amerikanischen Schwarzen und die großen Schwierigkeiten, Versöhnungspolitik tatsächlich aktiv zu betreiben. Wie schwer das, selbst in einer so eigentlich freien Gesellschaft,
lange nach der nicht wahr, lange nach der Abschaffung von Segregation in Amerika, wie schwer das immer noch gewesen ist. Ich glaube, wir sollten jetzt öffnen für Fragen aus dem Publikum. Du hast, Jörn, noch einen Satz gesagt, du hast Europa gesagt. Ist Europa jetzt vielleicht an einem Punkt, wo Europa auch erkennen muss, dass wenn Europa Vermittler sein möchte, sich wieder stärker seiner Sicherheitspolitik auch widmen muss, um potenter Vermittler zu sein? Also stehen wir da jetzt auch an einem ganz wichtigen Punkt? Das tun wir, und zwar deshalb, weil die beiden Probleme, sozusagen die abnehmende Sicherheit im Blick auf internationale Beziehungen und die Frage, was wird aus dem demokratischen Modell des Westens, im Augenblick zusammengehören. Und mein Eindruck ist, dass die Europäer in der derzeitigen Situation, also weder militärisch, da schon gar nicht, aber auch sicherheitspolitisch noch keine Antwort auf diese Frage gefunden haben. Und das ist das, was einem im Blick auf die Ressource Zeit, und Putin ist jemand, der mit der Ressource Zeit spielt, natürlich vielleicht nicht Angst macht, aber doch zeigt, dass dieses Jahr Untiefen bereithält. Ich kann nicht erkennen, dass Europa wirklich eine Antwort hätte auf eine Situation, in der die Vereinigten Staaten nach einem möglichen Wahlsieg von Donald Trump sagen, wir fahren die Unterstützung für die Ukraine signifikant runter. Jenseits der Frage, ob Europa technisch, industriell in der Lage wäre, frage ich mich, ist der politische Willen da? Und niemand blickt auf diese Möglichkeit der Ressource, der politischen Ressource Resilienz, so genau wie Wladimir Putin. Zeit ist in Kriegen der Neuzeit irgendwann eine der schärfsten Waffen, vor allen Dingen in längeren Konflikten. Ja, es gibt dieses berühmte Wort, das auch Georges Clemenceau 1917 zitiert, das ist ein altes indisches Sprichwort, dass den Krieg der gewinnt, der eine Viertelstunde länger aushält. Aber damit will er klar machen, das Aushalten, die Zeit, die Ressource Unterstützung, die Ressource internationale Absicherung ist eine Waffe in einem modernen Krieg. Nicht allein die Zahl von Panzern oder Waffensystemen. Und etwas davon können wir, glaube ich, auch im Augenblick erkennen. Corinne, dazu möchte ich noch ganz kurz, bevor wir Fragen nehmen, eine Anmerkung machen. Ein Punkt hierzu wurde gestern hier in Berlin von Emmanuel Macron gemacht. Der hat, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das sich angehört haben, der hat im Wesentlichen in deutscher Sprache sein Angebot, seine Hand erneut ausgestreckt. Er hat das ja schon mehrfach gemacht, insbesondere an die deutsche Adresse. Und sozusagen das zu verwirklichen, was er schon seit Jahren als Projekt beschreibt, nämlich ein neben dem Integrationsziel der Europäischen Union ein zweites Ziel zu verfolgen, was ein anderes Ziel ist als das Ziel der Integration. Nämlich, wie er da sagt, une Europe qui protège, also ein Europa, das schützt. Das ist nichts anderes als das Europa, das zur Selbstverteidigung seiner Grenzen, seiner Bürger, seiner Staaten, auch zur Verteidigung gegen transnationale Kriminalität und so weiter, besser fähig sein müsste, als das jetzt der Fall ist. Und ich würde mir sehr wünschen, dass unsere aktuelle Bundesregierung, die waren ja alle da gestern, genau zugehört haben. Das war ein ganz bedeutendes Angebot des französischen Präsidenten. Ich halte es für dringend nötig, dass man darauf jetzt eingeht und nicht einfach in Berlin weiter einfach zuwartet, weil wir in der Tat keinen Plan B haben. Mhm. Meine Damen und Herren, in erster Linie denke ich, in Ihrem Namen, in meinem Namen, danke ich Jörn Leonhard, Wolfgang Ischinger für diese ganzen vielen Einsichten, die wir heute gewonnen haben. Danke. Dann danke ich Ihnen allen und die uns auf Livestream gefolgt sind, für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich, Sie bald wiederzusehen bei Convoco. Danke.